Willkommen zu Die Sims 4, Zeit für Freunde. Ja, wir gucken jetzt mal weiter, was uns hier. Es ist ja schon so viel, aber es will und will kein Ende nehmen. So, mal sehen, was uns noch so alles mitgegeben worden ist in diesem Erweiterungspack. Da haben wir hier so eine Leiste. Und dann haben wir hier halt, sind halt jetzt alles Dekorationsgegenstände. Wenn man halt ein Grundstück für die Gruppe baut, kann man das halt dann dekorationsmäßig gut verwenden. Ja, da kann man sehr viel lesen. Oh, das ist wieder etwas größer. Ein Stein. So, schieben wir den mal hin. Weil so langsam aber sicher geht mir mein Platz hier auf dem Grundstück flöten. Da haben wir eine Fahne. So, gucken wir kurz mal. Hier gibt es. Gehen wir mal näher. So. Nehmen wir den grünlichen. So, dann haben wir hier auch natürlich unterschiedliche. Ah, und da ändert sich auch. Ach, wie süß. Ach, wie niedlich. Nehmen wir mal das hier. Finde ich süß mit den Tassen. So, dann haben wir hier. Ändert sich da auch die Aufschrift? Aha, Menschen verboten, Gehen verboten. Stoppen verboten. Da kann man nicht viel. Nehmen wir das. Stoppen verboten. Hier hat man einfach nur unterschiedliche Farbvarianten. Nehmen wir das. So, mal sehen, ändert sich hier auch bei dem die Aufschrift tatsächlich. So. Tanzgruppe, keine Ahnung, nehmen wir die Tanzgruppe. So, hier verändert sich, schätze ich mal, nur, genau, sonst ändert sich nichts und hier wird sich auch, ja, genauso nur die Steine ändern. Okay, eine Sonnenuhr, schön. Das ist halt, wenn man halt diesen, einen Natur Pool bauen will, dann kann man das hier als Dekoration gut verwenden, mit wenn es halt etwas herunterkommen aussehen soll. Und hier hat man wieder halt dementsprechend die Steine. Ein Vogelhäuschen. Yay! Mal ein richtiges Vogelhäuschen hoch. Stellen wir es mal hier in. Hallo Trevor. Travis. So. Ein bisschen zu viel GTA gespielt. Ich mag den Typ nicht. Nehmen wir das. Trevor gehört nach meinen Augen in eine Arrestzelle beziehungsweise eine, also eine Arrestzelle in einer geschlossenen Anstalt. So, dann haben wir hier noch ein etwas größeres Hinweisschild. So, ah, hier ändert sich auch das dementsprechend. Dann nehmen wir hier mal auch die Tänzerin oder Akrobatin. Dann haben wir hier nochmal so eine Abgrenzung. Ah, hat er auch wieder Einlass erhalten. Der Blumenkarren. Oh. So, meine Güte. Was
es alles so gibt. So. Ah, da kann man dann das andere Teil mit daneben stellen. Aha. Oder man stellt noch eins direkt daneben, damit man so eine Reihe. Und da wird sich höchstwahrscheinlich, wenn man jetzt hier Farbe verändert. Ach so, verändern sich nur die Blumen und... Ah ja, okay. Nehmen wir das. So, dann haben wir hier so ein Eckteil von Steinen. Ja, so langsam aber sicher geht mir wirklich der Platz hier aus. Da können wir es noch hinklatschen. Ja, also eine ganze, ganze Menge. Wir können die ja wieder verkaufen. Die haben ja nichts mit dem Erweiterungspack zu tun. So, dann haben wir hier ein, ja, nur so ein Abgrenzer. So. Oh, ist das groß. Ja gut, für ein, nur mal ein Grundstück, wo sonst nichts außer der Pool da ist, ist natürlich sowas nichts. Wenn man dann so ein, stell mal hier die Treppe hin. Dann haben wir so ein Feuerholz-Unterschlupfteil. Oh wei, ist der groß. Da kann man dann bestimmt so Liegen drunter packen. Kann ich den... Glaub nicht, ne? Ist jetzt alles schon zu voll. Gucken wir mal. Nee, hier ist auch nirgendwo wirklich Platz. Wartet mal. So, tun wir mal kurz so, dann können wir den vielleicht... Nee, noch immer nicht. Und dann schieben wir mal kurz hier. Nee, geht nicht. Schade. Aber ist auch wirklich groß. Umgebung. Da haben wir etwas kleineres. Okay, so ein komisches Teil. Hier haben wir einen weiteren Vogeldings da. Oh. Auch so ein langes Ding. Kann ich da? Ja, kann man natürlich auch hier so verwenden. So, was haben wir hier? Perfekte Pool Monta. Aha. Eine Schnecke. Eine Rennschnecke. Ach, das ja, das erinnert mich so ein bisschen an die unendliche Geschichte. Ah, ich habe die früher immer so gerne geguckt. Aber ich muss sagen, mir gefällt Teil 1, also der erste Film, am besten. Die anderen, nee, sind nicht so wirklich toll. Teil 1 ist gut. Also der erste überhaupt. Ja, das passt hier halt nicht, aber es ist halt so ein... So, kann ich den hier irgendwo bitte? Nee, will's nicht hingestellt werden, platziert werden. Nee, ich habe wirklich, ich war enttäuscht, als dann Teil 2 rauskam, war ich schon sehr enttäuscht. Und dann als Teil 3 rauskam, dann erst recht. Das war alles so... traurig. Also, dass es nicht so wirklich schön ist, wie Teil 1 halt war. So, da haben wir noch so einen schönen Mast.
Dann haben wir hier so einen schönen Brunnen. Aber es ist kein Wasserbrunnen, sondern es ist halt ein bepflanzter Brunnen. Aber nett gemacht. Doch, muss ich sagen. Man hat wirklich jetzt schöne Möglichkeiten, ein schönes Grundstück. Was haben wir hier? Glaskuppel. Oh. Schön. Kann man dann höchstwahrscheinlich irgendwo auf einen, ja, eine Litfaßsäule. Oh. Heutzutage sehr wenig noch. Früher war die sehr verbreitet, die Litfaßsäule. Da habe ich auch immer gerne drauf geguckt, was es so gab und wer da was zu sagen hatte oder mitteilen wollte. Zumindest haben manche Leute die Litfaßsäule auch genutzt, um nicht nur Werbung zu machen, sondern wenn sie auch jemanden vermisst haben. So, was haben wir denn noch? Ui. Warum so viele große? Naja, klar. So viel, große Sachen. So, haben wir noch irgendwo Platz? Nö. Zu groß. Da war's doch. Da. Alles vollgestellt. Aber kommt ja eh alles wieder weg. So, okay. Ja, ich muss wirklich sagen, ordentlich viel Zeug. Aha, das ist also nur so eine Skulptur. Dann haben wir hier noch eine Skulptur von einem Farmer, Bauer, Wanderer, irgendwie sowas. Dann haben wir eine Sonnendach. Ey, cool, das ist stark. Da kann man jetzt dann wirklich im Garten dann endlich so was überdachen. Das ist schön. Oh, noch so eine Skulptur. Gefällt mir nicht. Also ist nicht mein Geschmack, würde ich auch im wahren Leben sagen. Boah, sieht das hässlich aus. Weil ich mag solche Art von Kunst nicht. Nee, ist nicht ganz so mein Fall. So, dann haben wir hier die Deko durch. So, ja, da haben wir die Deko soweit durch. So, gucken wir mal. Haben wir eine neue Bar? Natürlich haben wir, oh wei, tragbare Bar. Och, wie süß, die ist so klein. So, können wir hier hinstellen. Können wir die vielleicht, ja, hier. So, dann können wir nämlich die so, können wir das noch nähern, so. So, schieben wir das etwas näher zusammen. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Platz. So. Ja, also so tragbare Bars ist natürlich auch toll, weil dann kann man seinen Leuten, die halt auf Mixen stehen, die ins Inventar geben und dann können sie überall, wo sie wollen, rummixen. Das ist dann ja, die übliche Wahrheit, die man halt eher zu Hause lässt. Ah, eine Espresso. Ah, da kann. Ah, ich verstehe. Hier auf die Bar kann man dann. Ah, auf die kann man die Espresso-Sachen dann drauf tun. So, kann ich die irgendwo bitte? Nicht? Kann ich die hier irgendwo oben? Ah ja, hier. So. Dann können wir vielleicht hier die Espresso-Bar. Da. Da kann man bestimmt, dann gucke ich direkt mal. Hier
Ja, habe ich mir doch gedacht. So, gut, kann ich dann hier die Kaffee. Aber die passt nicht mehr. Schade. Okay. Also alle drei kann man nicht drauf tun. Nun gut. Aber hier sind wir ja auch noch nicht ganz zu Ende. Was ist das hier? Wellenreiterbar. Espresso. Ach, da ist schon so ein eingebaut. Hä? Ach so, nee, das ist ja. Wird ja direkt kopiert. Aha. Und was haben wir hier? Eine normale Bar. Okay. Etwas moderner gehalten. Okay, kann ich die irgendwo noch hinquetschen? Ich will jetzt nicht die Sims da. Hier vielleicht rein mit irgendwo? Ja, hier. Passt sie. So. Kommt hier eh alles weg. So, natürlich auch hier gibt es die unterschiedlichsten Farbvarianten. Die kann man dann hier schön anpassen an diesem hier. Zum Beispiel das. Ne? Dann hat man fast es identisch, sodass es gut zueinander passt. Da haben wir ja geguckt. Auch noch mehr so schöne Banner. Kann man hier so hinklatschen. Dann haben wir solche Banner. Kann ich die irgendwo? Da. So, ab ans Fenster. Dann haben wir Werbeschilder, hier, was man hier zu finden wird. Okay. Ah ja. Okay. Das passt nicht. Aber da ging's. Das sieht nach Kaffeetasse aus. Okay. Hier. Okay. Machen wir es mal etwas heller. So, dann haben wir hier noch so Bilder. Dann haben wir hier so Gartenfreunde oder sowas. Deswegen auch so Gartensachen. So Rettungsausrüstung, Poolrettungs. Ach so. Okay. Kann ich das hier irgendwo da? Okay, das kann man dann am Pool, also in die Nähe eines Pools hin tun. Da ist dann ein Kescher, da kann dann Dreck rausgefischt werden oder sowas. So, dann gehen wir wieder hier rein. So, hängen wir mal erstmal ans Fenster. Okay, sowas. Dann haben wir alles so für Getränke. Hier haben wir die. Ach so, das ist für Dart, schätze ich mal. Ein Punktewertung. Dann haben wir hier eine Preisliste für Getränke. Dann haben wir hier. Ui. Ja, kann man natürlich dann an ein Gebäude klatschen, wo keine Fenster dran sind. Oder nicht so viel dran schon ist. So, da ändert sich Schrift und die Umrandung. Okay, dann machen wir mal dieses einfach. So, dann natürlich dasselbe mit was anderem. Hängen wir jetzt mal da erstmal hin. Na.
lass das doch mal. So, ach so, und da kann man weitere Sachen sich verdienen, wenn man halt Punkte gesammelt haben hat in den Gruppen. Das können wir also nur jetzt so überblicken, was es da zu erarbeiten gilt. So, dann das war das. Lampen haben wir geguckt, Blumen haben wir geguckt, Deko haben wir soweit geguckt. Ah ja, okay. Oh wei, wie viel kommt denn da noch? So, dann haben wir hier noch diesen Tisch, den Tisch. Okay, verschiedene Tische. Hier haben wir ein, also die sind passend zueinander. Dann haben wir noch den Tisch. Wird alles langsam, aber sicher zu eng. Dann können wir den noch hier irgendwo hin tun. So. Okay, dann haben wir die Tische. Können wir ja auch kurz mal die Farben uns so überblicken. Nehmen wir mal so. Ach so. Ach ja, da haben wir geguckt. So, nehmen wir den. Also da haben wir schon mehr Auswahl. Und dann hier dasselbe Spielchen wie gerade bei dem Tisch. Und dann nehmen wir den gleichen. Okay, da ändert sich so ein bisschen. Ja, nehmen wir die Farbe. Hier haben wir auch ähnlich wie bei den Tischen. So, was haben wir hier? Ah ja. Okay. Ja, nehmen wir die. Und hier haben wir ja ähnliche Farbvarianten. Nehmen wir den. Ja, hier gibt es bestimmt auch Farbvarianten. Das Schild bleibt also identisch, nur dass halt die Farben anders werden. Dasselbe Spielchen hier. Da ändert sich nur das. Ich schätze hier auch. Genau. Ja, schön. Nehmen wir einfach die Farbe. Hier ändert sich auch nur die Farbe. Gut. Nehmen wir einfach die. Ah, da ändern sich aber die Bilder mit. Okay. Gut, nehmen wir einfach mal das. Ändert sich hier. Ah ja, ein bisschen ändert sich auch hier. So, aber mir gefällt ist das. Hier ändert sich nur die Farbe des Regals. Nehmen wir das. Hier ändert sich auch die Farben des Regals. Naja, auch mal. Ja, hier haben wir. Ach so, das ist die Tür. Gut. Ja, hier haben wir auch nur die Farbvarianten. Sehr schön. Ändert sich eigentlich hier was? Ach so, das geht nicht zu ändern. Gut. So. Hier ändert sich auch nur die Farbe an sich. Nehmen wir die. So, nehmen wir mal hier die. Und hier nehmen wir. Ach, da ändert sich aber auch die Lichterkette. Jetzt ist sie bunt. So, und hier nehmen wir mal einfach die. Kommt sowieso das meiste weg. Ändert sich bei der Litfaßsäule die Aufschriften? Ja. Gut, dann nehmen wir die. Ja, schön. Meine Güte, was da alles so drin ist, mit dabei ist.
Wahnsinn. So, dann hätten wir das abgeschlossen. Haben wir hier denn was Neues? Das haben wir auch. Ach so, da habe ich was übersehen. So, und ich schätze, wenn man Farbe ändert, wird sich das Motiv auch. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte. So, gut, dann haben wir das. Da ist nichts Neues. Ein neuer Schreibtisch ist noch dazu gekommen. So, stellen wir mal den hier hin. Sehr schön. Gucken wir mal bei den Farben. So. Okay. Ja, dann nehmen wir mal, damit man erkennt, den da. Und natürlich gibt es auch entsprechende Stühle dafür. So. Und den einfachen Holzstuhl. Eine DJ-Kabine mit Kühlschrankhasen. Wie knufflig. Und wir haben auch ein neues Bücherregal. So. So, ach, hey, was. Ah ja, klar, für die Gruppen halt, ne? Oh je, ist das groß. Ja, ist schon alles so vollgestellt jetzt. So, dann stellen wir mal einfach hier das Ding hin. Gucken wir mal bei den Farben. Okay. Dann nehmen wir das. So, weckt das Lama nicht. Ah ja. Okay. Da muss man höchstwahrscheinlich noch Tische dazu. Spieltischset für Kinder. Weckt das Lama nicht. Ach so, da sind dann direkt. Ach so, gut. Wo stellen wir das denn jetzt hin? Haben wir noch hier irgendwo Platz? Ah, schwierig, schwierig. Na gut, wir können ja auch manche Sachen wieder verkaufen. So, dann habe ich wieder etwas Platz, um ein paar Sachen hinzustellen. So. Wieder weg damit. So, dann können wir nämlich jetzt hier das hin tun. Ah ja, die gibt's, haben sie auch angepasst, so ein bisschen an diese Kindersachen halt. Man kriegt hier direkt die Stühlchen halt dabei. Gut, dann haben wir hier noch einen weiteren Tisch. Achso. Okay, einmal im Set. Und einmal einzeln, okay. Und dasselbe Spiel hier mit Erwachsenen. Okay. Und dann haben wir, oh, ein Tischfußball, schön. Darauf habe ich
schon gewartet. Und natürlich das Dartspiel. Wo knalle ich das denn jetzt am besten hin? Ja. Tun wir mal hier das auf Seite. Das auf Seite. Das auf Seite. Dann kann bestimmt das Dartspiel. Achso, wegen der. Wegen dem hier bestimmt. So. Ach. Bist du kleinlich? So. Dann verschieben wir das halt nochmal ein bisschen. So. Jetzt müsste es eigentlich. Ja. Sehr schön. Und auch hier natürlich hübsche verschiedene Farben. Welche Farbe nehmen wir denn jetzt mal? Da. Das sieht nett aus. So, dann haben wir das alles erledigt. Oh, dann haben wir hier bestimmt die Tanzflächen. Da können sie dann drauf rumtanzen. So, zum Beispiel jetzt hier. Und dann halt in verschiedensten Varianten und etwas unterschiedliche Größen. Wie man es gerne hätte, ne? Oder durchsichtige. So, da haben wir noch eine ganz größere. Also man kann jetzt wieder anfangen, wirklich so tolle Partykellers zu gestalten. Das ist wirklich toll. Aber ich finde, jetzt könnten sie sich mal. Ich finde, man hat jetzt für Partys erstmal genug. Klar, es könnten noch ein paar Party-Sachen dazukommen, aber ich finde, jetzt wäre es mal Zeit, dass was für Kinder kommt. So, was haben wir hier noch? Achso, so Billig-Tanzfläche aus Pappe zusammengeklebt. Na toll. Ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt als nächstes freuen, wenn die sich ranmachen würden und wirklich so für Kinder und Teenager was zu machen, dass da mal mehr Interaktion sein kann, dass man auch wirklich Spaß hat, mit den Kindern was zu erleben, dass man die auch spielt, weil ich finde, im Moment ja, ist das Kindesalter irgendwie ja, unwichtig. Weil man nichts mit den Kindern wirklich anstellen kann. Die können ja nicht mal normales Fangen spielen oder ja, die können kein Hüpfekästchen, die können nicht mal Blümchen pflücken und so. Also die können kaum was machen. Also ich finde, jetzt sollte was für Kinder kommen. So. Hier gibt es nichts. Da haben wir geguckt. So, die Stühle haben wir geguckt. Das haben wir geguckt. Das haben wir geguckt. Da gibt es nichts. Ja, da haben wir auch geguckt. Hier gibt es nichts. Da haben wir geguckt. Haben wir. So, dann. Aha, hier. Ah ja. Oh. Was tue ich als nächstes? Räumen wir mal so ein bisschen auf Seite. So, denn wir brauchen etwas Platz. So, denn hier haben wir. Oje, warum so groß? Zwei große Lagerfeuer. Gut, dann müssen wir etwas umplatzieren.
Bitte lass es hier irgendwo erstmal parken. Nicht. Kann ich oben noch? Ja, da. Nein. So. 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 Gut. Gucken wir mal. Reicht aber noch nicht. Gut, dann verstellen wir hier mal die Blümchen noch. So. So, da kommen die Pilze mal hin. So, schieben wir noch etwas rüber. So. So, mal sehen, das Blümchen tun wir auch noch hier rüber. Ah ja, eins könnten wir schon mal. Und können wir das hier irgendwo mal kurz platzieren. Anscheinend nicht. Die Treppe halt. Da. So. So, dann können wir bestimmt jetzt auch das zweite Lagerfeuer platzieren. Genau. So, ja, zwei neue Lagerfeuer, zwei große. Die sind ja deutlich größer als die anderen halt. So, da haben wir noch ein Bänkchen. Tischchen. So, komm. Da. Dann so ein, ja, etwas anderes, was man schon vorher so kannte. Hatte man ja schon vorher. So, Mülleimer. Oh, noch welche. Ach, Briefkästen. Oh, das ist aber süß. Der Briefkasten gefällt mir. Ich glaube, den nehme ich. Da ist der eigentliche Briefkasten. So, dann tun wir nämlich den da verkaufen. So, und das ist... Ach, noch ein anderer Briefkasten. Ach ja, etwas moderner. Ja, gefällt mir aber nicht ganz so wirklich. Deswegen verkaufe ich den auch wieder. So... Ja, der gefällt mir. So, ach Mann. So, dann haben wir das. Grill gibt's nichts. Aha, Außenlampen gibt's da noch. Da haben wir die. Eine niedlich kleinere. Eine Wandlampe. Kann ich die? Ja, da. Dann haben wir so eine. Dann haben wir hier und dann haben wir auch noch so eine, aber die, ja, da gibt es halt wieder so Fahnen dran. Ach, hier, Kant, der war doch da. So, und wenn man die farblich ändert, wird höchstwahrscheinlich, ach nee, doch nicht, okay. Nee, hätte ja sein können, dass auch da die Banner sich verändern.
So, haben wir hier noch was? Nee, da haben wir alles abgegessen. Hier haben wir alles. Da haben wir. Ja, dann war es das auch erstmal. Haben wir hier sonst noch irgendwie. Ah, ein Regal haben wir hier noch. Da haben wir. Da ist nichts. Da haben wir alles. Gut. Komfort. Ich gucke jetzt einfach mal durch, weil dann brauche ich nicht noch einen weiteren Part. Wenn ich jetzt sehen würde, dass noch irgendwo was ist, was aber nicht danach ausschaut, weil manchmal kann man ganz schnell was übersehen. So. Da haben wir auch alles. Da haben wir auch alles gesehen. Gut. Deko müssten wir eigentlich auch alles durchhaben. So, da ist weiter nichts. Hier haben wir auch alles. Ja, die sind bedingt wegen Gruppenpunkten. Die kann ich ja jetzt nicht gucken. Kinder sind auch soweit abgearbeitet. Beleuchtung. Da haben wir auch alles soweit. Elektro. Da haben wir auch alles sehr schön. Apparate haben wir anscheinend auch alles sehr schön. Lager. Ja, da haben wir auch alles. So, ja, schön. Dann haben wir alles abgearbeitet. Es ist eine Menge, 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 Menge drin. Also vom Preis her ist es okay. Was alles da so drin ist, das Gameplay selber haben wir ja jetzt noch gar nicht gemacht. Dafür müsste ich auch erstmal hier gucken. Ich kann ja mal reingehen. So, und dann mache ich doch noch ein Part. So, okay. Dann bis zum nächsten. Tschüss.